Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ziehen heute nach 1,5 Jahren der Beweisaufnahme und zahlreichen Sitzungen Bilanz des NSU-Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode. Und dieser Ausschuss war in der Tat etwas Besonderes. Normalerweise sind Untersuchungsausschüsse auch Instrumente der parlamentarischen Minderheit, Regierungshandeln zu überprüfen. Dieses Mal war es aufgrund der Erschütterung unserer Rechtsordnung, das gemeinsam gebotene Interesse, die Aufklärung voranzutreiben. Nicht allein im Interesse an einer historisch richtigen Geschichtsschreibung, sondern weil wir das auch den Opferfamilien und ihrem Schmerz schuldig sind. Wir haben uns die Fragen gestellt, was in Eisenach passiert ist, wie es am Tatort Heilbronn war und ob es ein Trio war oder ob es weitere Helfer in der engeren Führung gab, die in diese Mordserie eingebunden waren. Und es freut mich, dass wir einige dieser Verschwörungstheorien aus der Welt schaffen konnten. Insbesondere die immer wieder geäußerte These, dass in Eisenach eine dritte Person am Wohnmobil die Morde an Bundlos und Bönhardt begangen hätte. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise im Tatkomplex Heilbronn weitere wichtige Fragen nach wie vor offen sind. Und auch konnten wir nicht zweifelsfrei die Frage beseitigen, ob weitere Personen und Organisationen unmittelbar eingebunden waren. Und genau das darf uns nicht ruhen lassen. Das muss Ansatz sein, gerade auch in den Strafverfolgungsbehörden weitere und intensive Ermittlungen aufzunehmen. Wir haben auch viel über das V-Leutewesen und über den Verfassungsschutz gesprochen. Und ja, es hat sich gezeigt, auch in diesem Untersuchungsausschuss, dass im Bereich des Verfassungsschutzes eklatante Fehler gemacht worden sind. Vom Schreddern der Akten über eine schlampige V-Mann-Führung, vielleicht bis hin sogar zu einem Wegsehen oder zumindest zu einem Nicht-Erkennen-Wollen. Aber wichtig ist auch zu sagen, dass damit nicht ein generelles Urteil über den Verfassungsschutz gefällt werden darf. Eine wehrhafte Demokratie braucht auch einen starken Verfassungsschutz und auch einen solchen, der sich nicht allein in der Analyse erschöpft, sondern der seine Quellen auch durch V-Leute versucht anzugehen, damit wir eine Analyse haben von den Personen, die unsere Rechtsordnung und unsere Fassung beseitigen wollen. Und deswegen war es richtig und notwendig, dass dieser Staat auch am Umstrittenen, ich gebe das ganz offen zu, V-Leutewesen festhält, aber diese V-Leute besser kontrolliert und ihnen klarere rechtliche Rahmenbedingungen gibt. Und ich glaube, das ist auch in Sachen Verfassungsschutz die richtige Botschaft. Und wir sollten auch anerkennen, dass seit 2011 und dann auch beginnend mit dem ersten Untersuchungsausschuss im Bereich des Verfassungsschutzes eine Fehlerkultur sich etabliert hat und dass aufrichtige Bemühungen da sind, im Rahmen des Verfassungsschutzes aus den Fehlern zu lernen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir sollten auch anerkennen, dass im Laufe dieser Wahlperiode sehr viele der 50 Empfehlungen des ersten Untersuchungsausschusses umgesetzt worden sind, insbesondere auch zur Kompetenz des Generalbundesanwaltes, dass er zukünftig, was wir nicht hoffen wollen, aber bei Vorliegen ähnlicher Taten viel schneller und gezielter ermitteln kann. Meine Damen und Herren, mehr Aufklärungsarbeit kann ein Parlament kaum leisten. Aber ich weiß auch, dass quälende Fragen bleiben und dass vor allen Dingen sich auch nach wie vor die Angehörigen die Frage nach dem Warum stellen. Warum sind ihre Angehörigen als Opfer ausgesucht worden? Was war der Hintergrund dieser Mordserie? Und ich weiß, dass wir leider nicht mit der Botschaft an Sie herantreten können, dass wir Ihnen eine Antwort auf die Fragen präsentieren. Aber ich hoffe, dass Sie uns allen in diesem Land die ehrlich getragene Unternehmung abnehmen, dass wir alles tun wollen, um diese Mordserie aufzuklären und vor allen Dingen auch verhindern wollen, dass zukünftig Ähnliches passiert, dass wir Freiheit, Menschenwürde und dass wir den Kern unserer Demokratie schützen und dass wir entschlossen gegen Rechtsterrorismus, gegen Verfassungsfeinde aller Art vorgehen.
Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und deswegen danke ich allen Kollegen, die dies unternommen haben. Und ich glaube, es war ein wichtiger und notwendiger Dienst. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Monika Lazar das Wort.